Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von Velius, das Science Center in Wels. Infos unter www.velius.at. Familienbetrieb Werner Eichhorn, Gastronomie und Kassensysteme, kombinierbare Hotelsoftware. Infos unter www.eichhorns.at. Außerdem von 4WD-TV, das neue Highlight in der Offroad-Szene. Schauen Sie rein ab 1. April unter www.4WD-TV.at. Frühlingshafte 20 Grad am Vortag des 23. Welser Sparkassen-Halbmarathons. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt am Tag des größten Welser Laufevents am 23. März 2014. Es standen drei Bewerbe am Programm. Beim 23. Welser Halbmarathon gab es bei den Herren zwei klare Favoriten. Die beiden Kenianer Edwin Kipkurir und Robert Kirui bei den Herren und bei den Damen Jane Wanya Nangana, alle von One Together. Dann standen noch der E-Werk Wels Power Run über 7 Kilometer sowie der Staffellauf am Programm. Gestartet wurde aber gemeinsam nach dem Kreisverkehr beim Velius. Trotzdem zufrieden mit der Veranstaltung, Hauptsponsor Direktor Robert Reif von der Sparkassen Oberösterreich. Die Teilnehmerzahl ist wirklich wieder toll. Muss man sagen, ich glaube, der Sparkasse Welser Halbmarathon hat sich schon gut etabliert und findet immer eine größere Fangemeinde. Verantwortlich für das gute Gelingen, jedoch aber nicht für das Wetter, wie er selbst betont, war Otto Geitz, der Organisator des Events, der trotz Schlechtwetters die Teilnehmerzahl lobend hervorhob. Die Teilnehmerzahl über 1350 Meldungen, bei diesem Wetter natürlich ein Traum, mehr als was wir uns erwartet haben. Und wir sind echt zufrieden. Fürs Wetter kennen wir momentan nichts, aber alles andere, glaube ich, haben wir ganz gut wieder gebracht. Ja. Erst kurz vor dem Start versammelten sich die Läufer im Velius-Kreisverkehr. Pünktlich um 10 Uhr erfolgte der Startschuss. Durch das Regenwetter war es leider nicht möglich, die Läufer eine Runde lang mit dem Führungsfahrzeug zu begleiten. Dabei beim Staffellauf war die Sportunion Oberösterreich. Präsident Franz Schiefermeier machte sich durch sein hochgradiges Team Hoffnungen auf eine Medaille. Ja, die Sportunion Oberösterreich stellt eine Staffel mit dem Landesrat Dr. Michael Stogl an der Spitze, Günter Weidlinger und dem Dr. Ecker. Die vertreten heute unsere Farben und nach dem ersten Läufer sind sie sehr gut unterwegs und zuversichtlich, dass wir auch einen Stockelspatz erringen können. Günter Weidlinger, Feuerbacher Seriensieger, trat nur als Staffelläufer an. Er hatte Verständigungsschwierigkeiten mit den beiden Kenianern. Ja, ich war diesmal ein Staffelläufer. Ich habe leider den Halbmarathon nicht das Ganze laufen können, weil ich in zwei Wochen in Linzern starte. Habe versucht, mit den Kenianern oder den Kenianern Tempo zu machen. Es hat leider nicht so richtig funktioniert, weil sie von mir nicht Tempo machen haben lassen. Sie haben mich immer wieder überholt. Ich hätte ihnen zwar gesagt, ich bin kein Gegner von euch, ich bin ein Mitläufer, wir können zusammenarbeiten, aber das haben sie eher ignoriert. Aber gut, das ist ja ein eigenes Problem. Ich war nach 7 Kilometer fertig und die haben 40 Kilometer weiter rauflaufen müssen. Nach 7 Kilometer war also Schluss für Günter Weidlinger, welcher auf die Meinung seines Teams viel Wert legt, wie man hört. Auf jeden Fall, für mich war es super. Also ich habe eine super Staffel am Start. Der Dr. Ecker ist jetzt der zweite Läufer gewesen und der Dr. Michael Strugl, der Landesrat, ist jetzt unser Zielläufer und jetzt werde ich dann schauen, dass ich den empfangen kann und hoffe, dass er auch zufrieden ist mit seinem Lauf und mit uns anderen zwei Läufern. Landesrat Michael Strugl, der dritte im Bunde von der Sportunion Oberösterreich, hat sein eigenes Rezept für die Staffel als Schlussläufer. So schnell wie möglich laufen, die 7,1 Kilometer und in Wirklichkeit geht es aber darum, dass man zufrieden ist mit der Leistung. Also ich gehe es so an, dass ich mir das einteile. Thank you.
Für Notfälle war das Rote Kreuz mit Sekwis vor Ort. Die Teilnahme beschränkte sich Gott sei Dank aber nur aufs Zuschauen. Hat schon einen Einsatz gegeben? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Alles gut gelaufen. Sehr gut, super. Das Wetter bereitete den Athleten sicherlich weniger Probleme als den Zuschauern. Ich glaube, den Läufern ist halt angenehmer als die zuschauen. Also sind einiges durchgefroren und Läufer, man sieht, die kommen mit einem Lächeln ins Ziel und man sieht, die Freude ist trotzdem, auch wenn es regnet. Nach einer Stunde, 4 Minuten und 10 Sekunden war für den Sieger Edwin Kipkurier der 23. Welser Sparkassen-Halbmarathon Geschichte. Mit dem Zweitplatzierten Robert Kirui aus Kenia gab es den vorhersehbaren Favoritensieger. Und Sieger Edwin Kipkurier gefällt es sicherlich in Wels. Der Gott ist sehr nice. Ja? Ja, ja. Was ist halt difficult? No. So das ist aber okay. Dritter wurde Christian Flügel vom SK Föst mit einer Stunde, 7 Minuten und 53 Sekunden. Er kam mit fast 4 Minuten Rückstand ins Ziel und wurde Landesmeister. Die überlegene Siegerin bei den Damen kommt ebenfalls aus Kenia. Jane Wanya in Ghana. Ich bin der Race, because I win. This is my first time to win the race in Europe. Is it the first time here in Wales? Ja. Yeah. Ja. Der E-Werk Welsbauerrand endete bei den Herren mit folgendem Ergebnis. Erster war Dominik Exl vom 1. WSK, zweiter war Daniel Babinger vom ALC Wels und dritter war Alexander Knoblechner vom Lauftreff Nussdorf. Bei den Damen gewann Anita Bachel-Bichler vom Sportteam St. Georgen. Beim Staffelbewerb wurde das Team der Union Innerschwand Erster. Zweiter wurde das Team der Union Niederkappel und dritter die Sportunion Oberösterreich, womit der Medaillentraum für Präsident Franz Schiefermeier in Erfüllung ging. Zusammenfassend war der 23. Welser Halbmarathon wieder eine gelungene Veranstaltung. Zu hoffen bleibt nur, dass 2015 der Wettergott allen Beteiligten wieder gut gesinnt ist und gutes Laufwetter beschert.